Hallo ihr Lieben, Conny Keule, Essen aus dem Wald. Heute schauen wir uns mal an, weil wir einen wunderschönen Tag haben, ob wir Pilze finden. Ich habe ja schon vorgestern, Zeit vergeht so schnell. Also ich habe ja schon Semmelstoppelpilze gefunden, ohne Ende. Ganz toller Speisepilz, der ja, von anderen Pilzkennern mit der Medium benotet wird. Ich finde ihn total super. Der hat ein ganz festes Fleisch und gut, der war jetzt teilweise ein bisschen bitter, weil er schon ein bisschen älter war, aber ja, egal. Wir schauen jetzt einfach mal, was es hier zu holen gibt. Ich habe mir schon meine Brotzeit reingehauen, dass ich auch genug Energie habe, um durch den Wald zu laufen und Pilze zu fangen. Ich bin gespannt, was es hier gibt und wir schauen uns dann mal den ein oder anderen Pilz an. Bis gleich. Ha, ich muss dazu sagen, wir haben hier überwiegend Laubwald und kleinere Moospölsterchen. Da haben wir hier jetzt schon mal einen abgefressenen Täubling. Da gibt es auch den Unterschied Kirsch- und Speitäubling. Ich habe die nie genommen, weil ich trotz Geschmacksprobe mir nie wirklich sicher war. Und das ist auch was, wenn du dir nicht sicher bist, lass bitte den Pilz stehen. Das lohnt sich nicht, wenn man so eine Pilzvergiftung hat. Ich glaube, das ist nicht witzig. Wir schauen jetzt mal weiter. Also es sieht gut aus. Wir haben schon viele kleinere Pilze da stehen. Es riecht auch. Also wir haben hier Laubwald. Schauen wir mal, was uns der Wald heute so bringt. Da hat mir wohl jemand einen umgetreten. Wir haben hier eine kleine Täublingsfamilie. Warte mal. Das ist so ein Baby. Also diese jungen, knackigen Täublinge sind natürlich am besten. Wo war jetzt der andere? Wo ist er? Da. Wie gesagt, ich habe die bis jetzt noch nicht geerntet, weil ich mir nicht 100% sicher bin. Und wenn ich mir nicht 100% sicher bin, dass ich den richtigen habe, was bei den Täublingen wohl auch nicht so gefährlich zu sein scheint, dann nehme ich das nicht. Aber egal, also wie gesagt, irgendwann werde ich mich da auch mal rantrauen. Jetzt ist halt noch nicht die Zeit. Okay. Bei Täublingen macht man immer den Geschmackstest und es gibt aber auch Menschen, die können den Kirschroten von dem Speitäubling unterscheiden. Ich habe jetzt die Geschmacksprobe gemacht, das war definitiv der falsche. Also scharf wie Radieschen und bitte stehen lassen, wenn man sich nicht sicher ist. Okay. Also ich bin hier in einem super pilzverdächtigen Gebiet. Nur bislang noch nicht auf großartige Pilze gestoßen. So hier, so Moos, so feucht, ne? Baumstämme, ein paar umgefallene Bäume. Das ist eigentlich Pilzgebiet. So, und jetzt haben wir hier schon mal einen, der leider auch wieder zu alt und zu vergammelt ist. Ein wunderschöner Rotfußröhrling. Leider aber, wie gesagt, schon kaputt. Ich mache ihn auch nicht weg. Jo, da haben wir hier den nächsten Kollegen. Das ist der Schwefelkopf hier. Überall, ne, sieht man. Überall verbreitet. Den kann man jetzt auch nicht nehmen. Der ist bitter. Könnte man auch mit dem Stockschwämmchen verwechseln. Also ich bin hier anscheinend in der Giftabteilung des Waldes gelandet. Tatsächlich hat ihn irgendein Tier abgefressen. Also andere Tiere als wir Menschen können den wahrscheinlich verwerten. Für uns ist er nichts. Ja, dann gucke ich mal in einen anderen Wald rein. Oder was haben wir denn da? Was haben wir denn da drüben? Da muss ich jetzt mal hin. Einen Moment. Vorbei an einem Lacktrichterling. Wuhu! Sieht da ein bisschen komisch schon aus. Diese Teile kann man auch natürlich essen. Fand ich jetzt nicht so toll in meinem Gemüse. Weiß ich nicht. Werde ich wahrscheinlich nicht mehr so gerne mitnehmen. Da wieder Schwefeldingens. Na, wo ist er? Wo ist er? Also man muss schon genau aufpassen, ne? Was man hier so pflückt.
Jetzt schauen wir uns aber mal das hier an. Oha. Also, boah, die sind aber riesig. Die sind auch ganz schön schleimig. Also es sind jetzt schon große, alte Stockschwämmchen. Und die gucken wir uns jetzt noch mal genauer an. Weg da. Oh nein. Diese Todesfliegen. Igitt, geh weg. So, also ich muss hier weg, weil hier gibt es auch noch diese Aasfliegen. Die kann ich nicht ausstehen. So, jetzt schauen wir uns mal hier einen an. Hat schon hier einen helleren Bereich an der Kappe. Wenn man dran riecht, riecht es pilzig. Und ganz deutlich entscheidend, ich hatte das schon mal in meinem Stockschwämmchen-Film, ist es, dass er hier einen rauen Stamm hat. Dann ein Ring, oberhalb ist er glatt. Es muss pilzig riechen. Er braucht hier so einen hellen Bereich. Also er hat hier so einen hellen Bereich. Und das ist das klassische Merkmal auch wieder rauer Fuß. Dann der Ring und da oben drüber ist es glatt. Also das wäre das Stockschwämmchen. Ist mir jetzt eigentlich zu schwammig, zu schleimig. Lass ich mal stehen. Die Pilze sind mir zu alt und zu feucht. Nur, dass ihr mal den Unterschied gleich gesehen habt. Schwefelkopf, Stockschwämmchen. Also das kann man sehr leicht unterscheiden. Nun gibt es natürlich auch noch die ein oder andere Art, die halt leider dann auch hochgiftig ist. So, jetzt muss ich aufpassen, dass mein Akku nicht zu schnell leer geht. Dass ich euch noch ein bisschen was zeigen kann. Und tada! Da haben wir noch eine schöne kleine Marone gefunden. Ich habe schon mal angeschnitten, weil ich schauen wollte, ob da Würmer drin sind. Hat aber einen schönen, festen Hut. Und da können wir die also ernten. Ja, habt ihr schon abgeschnitten. Und ein bisschen angefressen, macht aber nichts. Das sieht man schon. Aha, es wird blau. Also wir haben hier eine wunderschöne Marone. Riecht auch super lecker. Oh. Fantastisch. Jetzt schauen wir mal weiter. Vielleicht habe ich ja doch noch Glück. So Leute, und hier gleich die nächste. Ein wunderschöner Pilz. Voll geil. Schauen wir mal. Also super knackig. Sowas habe ich noch nicht gefunden. Das heißt für mich auch jetzt bei meinen ersten Treffern. Also die Maronen sind am Kommen. Und wenn wir Glück haben, auch noch die Steinpilze. Noch ein paar Butterpilze. Schauen wir mal. Also dieses Jahr könnte gut werden. Den nehme ich jetzt mal mit. Mal schauen, was noch so auf unserem Weg liegt. Also von daher habe ich doch schon mal das richtige Gebiet gefunden, hoffe ich, weiterhin. Und mal schauen. Daumen drücken. Ha! Da ist ein Reh. Ein Reh. Wow, ein Fliegenpilz. Aber was für ein geiler. Den gucken wir uns jetzt mal an. Wow, das sieht ja toll aus. Wie im Märchenland. Gucke mal. Das ist ja ein wunderschöner. Leider schon total angefressen, aber wow, sieht der toll aus, oder? Fantastisch. Fliegenpilze sind gut. Warum? Weil hier könnten auch Steinpilze sein. Aber ist ja nicht hübsch. Toll. Okay, Leute, ich mach's jetzt. Ich probiere es zum ersten Mal aus. Ich bin mutig. Und zwar habe ich hier tatsächlich wieder wunderschöne Täublinge gefunden. So. Und ich habe jetzt schon sehr oft gelesen, dass die mit den braunen Kappen auf jeden Fall genießbar sind. Damals wurden die bei den Kaisern serviert als die besten Speisepilze. Also, das wurde damals Königen und Kaisern serviert. Das will ich mir auch mal nicht entgehen lassen. Ich habe jetzt schon mal den Geschmackstest gemacht. Sehr süßlich.
pilzig lecker. Von daher, da ist noch einer. Wo ist er? Hier hat sich noch einer versteckt. An dem habe ich gerade rumgeknabbert. Also das wird jetzt mal ausgetestet. Mal sehen. Da läufst du so durch den Wald, suchst Pilze und dann auf dem Weg sonnt sich eine wunderschöne Blindschleiche. Sind die nicht hübsch? Ha, schau mal. Gehören zu den Eidechsen, nicht zu den Schlangen. Ich will jetzt auch nicht so ein Molly machen hier, dass mir die nicht abzischt. Oh je, jetzt mal die Kamera stillhalten. So, ein hübsches Tier. Brauchen jetzt natürlich auch noch Wärme, bevor sie sich zurückziehen. Und da sitzt sie so mitten auf dem Weg. Cool.